It's all about humanity. Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe wieder fleißig Content für euch gesammelt. Und ja, einiges wird euch auf jeden Fall hier in diesem Video erwarten, würde ich sagen. Und als erstes fangen wir an mit einer HTK Plus 9 mit 1,5 TP, 10 Crit für 11 von. Das können wir locker flockig verdoppeln, also 22 von kriegen wir locker dafür. Als nächstes appen wir ein bisschen Alti, da habe ich natürlich wie immer Bock drauf. Fangen wir an mit ein paar Jade, der erste hat leider Gottes fehlgeschlagen. Naja, sei es drum. Machen wir weiter, zwei klare haben wir jetzt am Start, machen wir direkt auf Loopy, hat geklappt, hat mich auf jeden Fall gefreut und ihr kennt mich ja, man kann es natürlich nicht lassen, hauen wir das Ding natürlich easy going mal auf Brilli und ja, wir haben mal wieder unendlich viel Glück und haben einen TP, TP Absorb und einen TP wieder herstellen Brilli gehabt, hat mich tierisch gefreut und naja, das macht natürlich den Trost am Anfang natürlich easy wieder weg. Als nächstes hauen wir mal wieder einen Saphir hinterher, der hat leider Gottes fehlgeschlagen, aber es kann ja auch nicht alles klappen. Wir haben uns einen 47 DSS 3DB 10 Teufelbogen für gerade mal 250 Won gekauft und wir haben uns als Aufgabe gemacht, ja, wir ziehen das Ding mal eben auf plus 9, mal eben, mal gucken, wie lange das brauchen wird. Ein Rubinversuch, ja, toll, ja, dankeschön dafür, das konnten wir überhaupt nicht gebrauchen, tat natürlich ziemlich weh, weil bei uns kosten die Loopies schon 150 Won zum Teil, das ist natürlich schmerzhaft. Hier seht ihr ein paar Hüterton und ja, das ist der Loot daraus, ich möchte euch jetzt hier nicht unbedingt die Öffnung zeigen, deswegen seht ihr halt direkt, was rausgekommen ist. Den Switch haben wir auf ein Titanschild gezogen, was leider Gottes auch Crap wurde und das Band haben wir für unser Band mal wieder geopfert, was natürlich nicht auf 25% ging, das ist verflucht, das Teil. Naja, wir konnten es natürlich nicht sein lassen, haben uns den zweiten Loopy besorgt, unseren haben wir einfach mit reingeschwimmt, haben wir beim Scheiß drauf, auch wenn er perfekt ist. Immerhin hat er dann auf Brilli geklappt, leider Gottes kein guter Brilli geworden. So hätten wir uns sehr viel erspart, nämlich den hier. Den hätten wir uns erspart, den Exe Try. Aber vielleicht wird es ja was, er ist Exe geworden und ja, das tut wieder richtig weh. Natürlich Crap, ist natürlich dick Minus, aber ich habe mich dazu entschieden, wir switchen das Teil. Ich habe mich an Flammensuche des Todes gemacht und das ist nicht toll, es macht keinen Spaß. Und der erste Try, das Ding zu switchen, geht voll in die Hose mit DSS Widerstand, hätte natürlich deutlich besser ausgehen können. Vielleicht der nächste, aber dafür müssen wir halt erstmal wieder Ewigkeiten Flamm suchen. Wir hatten wieder ein paar Switcherchen über, haben wieder das Titanschild uns vorgenommen und ja, mal gucken, was wir einfach so reinkriegen, einfach was man besser verkaufen kann. Also da habe ich nicht wirklich irgendwas Zielführendes gesucht, einfach nur drauf losgeswitcht, in der Hoffnung, dass was Schönes kommt und ja, die Switcher waren halt einfach kompletter Müll, also konnte man sie in die Tonne hauen. Wieder 8 edle Bänder gehabt, die hauen wir natürlich wieder bei Theodor Wahn drauf, das zweite hat so gesehen geklappt. Wieder eins fehlgeschlagen, das tut auf die Dauer echt weh, wenn so viele fehlschlagen, also von, ja, insgesamt 5 Tries haben dann nur 2 geklappt, das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Ich habe mich eigentlich eingestellt, dass ich 3 Bänder habe, aber naja, sei es drum. Hauen wir natürlich wieder auf unser Band, weil ich meine, ansonsten scheiß auf die 3,5 Won, wir atmen die natürlich drauf. Und ja, es bleibt natürlich bei 24%. Haben uns noch eins nachgekauft, weil ich Bock hatte. Hat wieder fehlgeschlagen. Danke dafür. Der nächste Switch-Versuch. Ich hoffe natürlich, dass der jetzt was gönnt. Komm schon, Kollege, bitte. Und DSS Widerstand. Oh, das tut so weh. Das tut so absolut weh. Ist natürlich nicht... Na, den könnte man schon fast einbauen, aber naja. Auf jeden Fall, der Bogen ging dann ja relativ schnell auf plus 6, plus 7, ging auch gut. Plus 8, erste Try leider fehlgeschlagen. Dann ging der direkt wieder auf plus 7, ziemlich nice. Zweiter Versuch auf 8 hat leider auch fehlgeschlagen. Die Schmiedhandbücher waren dann schon weg, haben uns gedacht, scheiß drauf, hauen wir Schrift und das Dach drauf. Direkt wieder auf 7 gegangen, ziemlich nice. Und ja, warum nicht direkt auf plus 8 ziehen? Ja, ihr kennt mich ja, ein bisschen Luck gehört halt auch mal dazu. Ein paar magische Steine haben wir auf jeden Fall schon mal vorbereitet für gleich. Ja, dann der Brilli Saphir Try hat geklappt. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, hat auch noch ziemlich gute Bonus gekriegt. Doppel-Ninja-Abwehr-Shami. Kann man auf jeden Fall für deutlich mehr verkaufen. Jetzt keine 300 Won, aber 150 bis 180 sollten drin sein. Ein Loopy-Dia-Versuch. Erster hat fehlgeschlagen. Der zweite hat dafür geklappt. Ja, leider Crap. Und natürlich ziehen wir das Ding direkt hinterher auf Brilli. Und das hat leider Gottes auch fehlgeschlagen. Das tut natürlich sehr, sehr weh. Dann hauen wir die ersten magischen Steine auf den Zodiac-Bogen. Also momentan sieht es auf Germania echt schlimm aus, muss ich ehrlich sagen. Es gibt so verdammt wenig Sachen auf dem Markt. Also das ist brutal. Da kann man gar nichts mehr gefühlt suchen. Also ich suche gefühlt Ewigkeiten Flammen. Ich habe magische Steine ohne Ende gesucht. Ey, man findet
gar nichts mehr. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, alles zusammenzusuchen. Also schlimm auf jeden Fall. Bis jetzt ist der Bogen nicht auf 9 gegangen. 8 Versuche haben wir noch. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Der Bogen, wie gesagt, 250 Won haben wir den gekauft. Könnte auf jeden Fall besser sein und naja. Dann kommt der nächste Rubin-Switcher hin und ja, DSS Verteidigung. Ich dachte, jetzt ist es DSS AW. Alter, dann hätte ich den Rubin schon hinter mir gehabt, aber leider Gottes wollte er nicht. Die nächsten 7 Tries mussten noch ein bisschen nachkaufen und ja, erste wieder fehlgeschlagen. Wie gesagt, 250 Won haben wir das Ding plus 0 gekauft gehabt. Wenn es plus 9 gehen sollte, 600, 700, 800 Won sind locker flockig, denke ich mal, dafür drin. Deswegen hoffe ich mal, dass wir in diesem Part den Bogen noch auf plus 9 kriegen werden. Und da sind wir auch schon wieder beim vorletzten und jetzt schon wieder beim letzten Versuch. Also, ja, der Bogen will nicht. Also, ihr seht, ich habe nicht überall Glück, ja? Und ihr könnt ja am Ende des Videos mal schreiben, wie viele Versuche ich am Ende des Videos für den Bogen gebraucht habe. Ich habe mich, ja, egal. Hab zweimal was doppelt gesagt. Auf jeden Fall LPP nochmal hier gedreht. Nichts Besonderes drauf gekriegt. Nochmal 3 Versuche auf den Bogen. Irgendwann muss es ja klappen, denke ich mir. Und ja, der hat auch wieder fehlgeschlagen. Ich meine, ich kaufe jetzt mittlerweile schon Marktstände für 4,5 Won. Sonst kriegt man die immer für 4. Ich werde halt immer teurer, wenn es nichts auf dem Markt gibt. Und ja, ich finde halt auch wirklich nichts. Bei Flammen genau das gleiche. Die haben ganze Zeit 1,5 Won gekostet. Ich bin irgendwann hoch auf 2 bis 2,2 Won. Das tat schon echt weh. Der nächste Bogenversuch auf plus 9 fällt. Und dann wieder der Rubin. Vielleicht klappt er diesmal. Spannung steigt. Was hat er? Nur Def. Na toll. Ah, das tut schon weh. Jeder Dreher 160 Won weg. Das ist schmerzhaft. Aber naja, irgendwann wird da vielleicht was draus. Wenn man die Alchi abt und da was Gutes rumkommt, dann gleicht sich das Ganze am Ende wieder aus. Und dann kommt auch schon der nächste Brilli-Try von dem Jade. Ah, von dem Dia. Und der hat geklappt. Und Doppel-FKS. Sag ich doch, der nächste Rubin-Switcher-Try ist dadurch wieder gesichert. Das ist natürlich ziemlich nice und freut mich natürlich auch. Aber vorerst hauen wir natürlich wieder ein paar magische Steine auf unseren Zodiac-Bogen. Ich meine, er hat ja noch nicht genug gefressen. Vielleicht klappt er aber bei den nächsten 6 Versuchen jetzt hier auch noch. Beziehungsweise es waren ja 8, aber jetzt sind es nur noch 5. Also es geht halt runter wie Butter hier. Also das tut auf die Dauer auch echt weh. Es gibt sogar fast keine Mondsteine mehr auf dem Markt. Also ich habe den kompletten Markt heute leer gekauft. Also sowohl Hydratrun, ich habe in der ganzen Zeit, seitdem ich Germania spiele, nicht einmal gesehen, dass es keine Hydratrun gab. Das ist krank gewesen. Ich habe das noch nie erlebt und heute war der allererste Tag, wo es auf Germania keine Hydratrun gab. Ich habe mit den Rasador-Truhen das gleiche gemacht, ich habe mit den Nemere-Truhen das gleiche, mit Drachenwächter, es gab keine Truhen mehr. Ich habe den Markt leer gekauft und das tat mir echt in der Seele weh, weil ich nichts mehr machen konnte. Ich hatte Langeweile. Naja, egal, Titanschild nochmal gedreht und AGO, 12 Decks, 12 Inten, sehr gutes Buffy-Schild, würde ich sagen. Ein doppelter 12er-Buff ist natürlich sehr nice und das kriegt man locker für 20 Won verkauft. Den anderen Dreh haben wir nochmal draufgezogen auf was anderes. Ja, unseren Band haben wir dann wieder versucht. Wir hatten wieder ein paar Crab-Bänder. Und ja, erster Versuch wieder gefällt, zweiter Versuch auch gefällt, war ja irgendwie zu erwarten. Der Bogen kann, ich kann natürlich nicht aufhören, dann habe ich irgendwie den GF-Plus-Code verkackt. Ich weiß nicht, die haben mich gezwungen, okay, tut mir leid. Auf jeden Fall hat das Ganze wieder nicht funktioniert, die nächsten 4 Tries wieder vorbereitet. Mein Won schwindet immer mehr, also es tat schon echt verdammt in der Seele, wie viel da reingegangen ist. Also, wie gesagt, zählt das Ganze mal mit. Und sagt mir am Ende, wie viele Versuche es für den Zodiac-Bogen benötigt hat, den auf 9 zu ziehen. Geschweige denn, ob er überhaupt auf 9 in diesem Video geht erstmal. Ne? Also, er ist ja noch nicht auf 9, wie ihr seht. Es hat schon wieder fehlgeschlagen. Also, es tut nicht weh. Also, es tut echt weh. Nicht weh. Huch. Und ja, jetzt hatten wir wieder ein paar Bänderlein. Erst hat geklappt und das zweite hat auch noch geklappt. Wunderbar. Beziehungsweise, das erste hat fehlgeschlagen. Aber 2 haben geklappt. Ist okay. Und die gehen natürlich wieder auf mein Band. Ich hoffe, dass es diesmal auf 25% geht. Aber wie ihr seht, ja, es geht natürlich nicht hoch, weil das Band ist verflucht. Irgendwann lasse ich es. Wieder 3 magische Steine besorgt. Alle guten Dinge sind 3. Vielleicht klappt es ja diesmal. Der erste Try wieder fehlgeschlagen. Und der zweite. Und irgendwann habe ich echt die Schnauze voll. Und nur mit Schmiedehandbuch. Das sage ich euch jetzt schon. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Bogen. Ich weiß nicht. Und das tut langsam echt weh. Verdammt nochmal. Naja, sei es drum. Wieder ein Switcher gehabt. Durch Truhen, durch Hydratruhen. Und ja, kam nichts drauf. Dann haben wir einen schönen Trade gemacht, einen extra Crab Saphir gegen einen richtig schönen Ehrlich-Plattenpanzer und 50 Won. Fand ich okay, haben wir so 10, 20 Won vielleicht plus gemacht, kommt gut hin. Dann, ja, wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Bogen. Wenn das jetzt nicht klappt mit den magischen Steinen, ja, Freunde, dann ziehen wir endgültig das Schmiede drauf und hoffen, dass das Ding vielleicht dann klappt mit Schmiedehandbuch.
Ich weiß nicht, was dann passiert, aber erstmal haben wir ja noch 3 Versuche vor uns und hoffen, dass das jetzt klappt. Vielleicht klappt ja der letzte wieder fehlgeschlagen. Also der Bogen, der frisst ohne Ende Magensteine. Also ich habe nicht überall Glück, wie ihr seht. Aber es tut trotzdem verdammt weh. Und wir sind schon beim letzten Versuch mit dem magischen Stein und hoffen, dass es diesmal klappt. Komm schon, bitte, Kollege. Und, aua. Das tut schon verdammt weh. Und jetzt der Schmiedehandbuch, bitte. Du klappst aber jetzt, Freundchen. Gönn den Bogen jetzt endlich auf +9. Nein, okay. Sei's drum, Freunde. Jetzt heißt es wieder das Ding hochziehen. Auf +7. Fail. Sehr schön. Und ja, mein Won ist einfach komplett weg. Und wir hatten gerade so noch gleich Won. Für die letzten Flammen, die es auf dem Markt gab, tut natürlich sehr weh. Und ja, noch ein Try auf +7. Und mein Won neigt sich dem Ende zu. Und jetzt, ja, genießt einfach den letzten Switcher, den ich hatte. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Video. Euer Simply. Puh, ciao.